Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute ist generell einfach mal wieder ein bisschen dunkel. Ich sage ja in jedem zweiten Video, dass es zu dunkel ist. Ich bin eigentlich noch früh genug dran. Es ist einfach sehr stark bewölkt und leider noch Belaubung an den Bäumen. Ich warte jetzt auf den Winter, damit es dann wenigstens, wenn es hell ist, wieder auch hell ist, weil der Wald mir Licht durchlässt. Egal. Worum soll es heute gehen? Spielzeug. Ja, im Grunde für mich wirklich Spielzeug und zwar verpackt in diesem formschönen Koffer. Was könnte da drin sein? Eine Bohrmaschine. Eine Handkreissäge, ein sonstiges hochwertiges Elektroprodukt, das empfindlich ist und daher einen krassen Hartschalenkoffer als Verpackung benötigt. Nein, aber das wisst ihr sowieso schon, wenn ihr hier drauf geklickt habt, das ist ein Survival-Spaten. Im Bereich Survival-Stangen-Tools mit Teleskopstange, an die man primären Spaten, aber auch andere Sachen dran schrauben kann, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Ja, also irgendwann muss mal jemand wohl tatsächlich das erfunden haben, dass so eine zusammenschraubbare Teleskopstange dahingehend witzig ist, wenn sie ein Außen- und ein Innengewinde hat, so dass man sie außen quasi mit den anderen Teilen zusammenschrauben kann und mit dem Innengewinde in die einzelnen Segmente der Teleskopstange noch zusätzliche Werkzeuge reinschrauben kann. So, und dann entsteht ein wundervolles Männerspielzeug, was wir dann eben lustig finden. Ich denke, da bin ich nicht ganz alleine mit, dass ich diese Konstruktion prinzipiell erstmal einfach cool und witzig finde und prinzipiell auch haben möchte. Warum hatte ich sowas bisher nicht? Naja, ich bin dankenswerterweise verheiratet und Frau achtete darauf, dass ich keinen völligen Mumpitz kaufe. Beziehungsweise, was heißt völligen Mumpitz? Irgendwas, was ich dann dreimal verwende und dann liegt zu Hause rum und dann setzt Staub an. Ich habe auch, seit ich sie habe, das hin und wieder trotzdem mal sowas gekauft und sie hat mir prophezeit, das liegt bald rum und setzt Staub an und sie hatte leider immer recht. Darum habe ich mir sowas nie gekauft, obwohl ich diese Teleskopspaten eben schon eine Weile verfolge und grundsätzlich total cool finde. Man ist ja bei solchen Sachen immer gerne mal schnell, wenn man ein bisschen rational darüber nachdenkt, der Meinung, dass die qualitativ eigentlich nicht besonders toll sein können. Insbesondere je nachdem, was für ein Angebot es von diesen Dingern gibt, sind die zum Teil wirklich sensationell billig. Es gibt ein paar, die sind teuer, sehen dann aber wieder so fancy aus, dass obwohl sie teuer sind, ich mir nicht vorstellen kann, dass die gut funktionieren. Weil wenn du da eine Schaufel hast, die eher aussieht, als wäre das ein Speer, um Drachen zu töten, dann, ja, ich will nicht so oft Drachen töten. Also erstens, wenn mir ein Drache begegnet, wäre er automatisch meine bedrohte Tierart und damit nicht zu töten. Und zweitens, überlasse ich eurer Fantasie. Aber ja, tatsächlich ist das somit der zentrale Grund, weshalb ich mir sowas bisher noch nicht gekauft habe. Es handelt sich also um einen Survival-Teleskop-Spaten mit Zusatzfunktionen. Taugt das was? Ist das bestenfalls Spielzeug, das hoffe ich. Kann man damit Spaß haben, wenn man es geschenkt bekommt, auf jeden Fall. Übrigens noch kurz der Hinweis, ja, das war ein Geschenk, aber nicht vom Hersteller, sondern einfach von einer Privatperson, die mir eine Freude machen wollte. Daher muss ich jetzt trotzdem nicht Werbung drin hinschreiben und so weiter und so fort. Werbekennzeichnung ist da notwendig, wenn man tatsächlich irgendwie ein geschäftliches Agreement mit dem Hersteller oder Händler des beschriebenen bzw. vorgestellten Produkts getroffen hat. So, gut, also jedenfalls, die Verpackung ist schon mal ziemlich völlig übertrieben und ergibt ja auch gar keinen Sinn. Lieber, also besser, funktional besser. Ich finde den Koffer cool, keine Frage. Ja, das ist cool. Aber funktional besser wäre es definitiv gewesen, einfach eine Tasche zu haben, wo du das reinpacken kannst, mit dem du es einfach im Rucksack verstauen kannst oder an den Rucksack hängen oder gegebenenfalls sogar an den Gürtel hängen. Irgendwie sowas in diese Richtung hätte ich jetzt funktional auf jeden Fall schon mal sinnvoller gefunden als diesen riesigen Koffer. Der Koffer hat schon ein ziemlich hohes Eigengewicht. Ergibt also überhaupt keinen Sinn, den Spaten im Koffer in der Gegend herumzuschleppen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, witzig ist er. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir halten mal hier auf den Koffer und ich mache den mal auf und dann gehen wir einfach mal durch, was wir hier haben und ob das dann was taugt. Das werden wir dann sehen. Nochmal, lieber Schenkender, ich hoffe, es ist in deinem Sinne, dass ich hiermit einfach Spaß habe und eine gute Zeit und gegebenenfalls noch ein unterhaltsames Video mache. Ich werde nicht behaupten, das sei toll, wenn es das nicht ist. Aber das erwartet sicherlich auch niemand von mir. Gut, das ist hier jetzt die Polsterdecke, die hier eigentlich in den Deckel gehört. Das Ding ist also wirklich aus ordentlich hartem, stabilem Plastik. Die Qualität vom Koffer ist absolut nicht übel. Da kann man alles Mögliche Tolle drin verpacken.
Für andere Waldausrüstung, die dann wirklich empfindlich ist, sicherlich ein Thema. Als Riesenbrotzeitbox vielleicht ein Thema. Also den Koffer kann man sicher anderweitig weiterverwenden. Übrigens, ich habe keinen Link zum Produkt irgendwo, weil ich gar keinen Plan habe, wo man das Produkt bekommt. Alle möglichen dieser Sparten findet man sofort, wenn man das googelt. Aber diesen konkreten keinen Schimmer, wo man den herkriegen soll. Außer man kriegt ihn eben entsprechend geschenkt. Gut, hier ist eine Gebrauchsanweisung. Die enthält so Hinweise wie, welche Teile sollen da eigentlich drin sein. Aber auch textalisch auf fünf Sprachen oder sowas. Immer wieder die gleiche Gebrauchsanweisung. Den Hinweis, dass der tatsächliche Inhalt der Kiste variieren kann, weil das Ding in mehreren Versionen ausgeliefert wurde. Und daher, aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich, das Zeug, was hier aufgeführt wird, was hier drin sein soll, ist hier auch drin, zeige ich euch aber gleich. Gebrauchsweise, man braucht sie nicht wirklich, aber ja, ein bisschen hilfreich wäre sie vielleicht schon, wenn man dann noch mehr linke Daumen hat als ich. Wir haben zunächst mal hier einen Kompassknopf. Der zeigt korrekterweise tatsächlich, das sollte ungefähr stimmen. Ja? Wobei... Ja, und schon stimmt's nicht mehr. Okay, Kompass ist scheiße. Also nehmt's mir nicht übel, aber der Kompass, der taugt tatsächlich nichts. Ja, also so grobst Orientierung, was immer einem das im Walde helfen soll, könnte man den vielleicht nehmen. So, jetzt hat er hier so ein Gewinde und das wird vielleicht eventuell gleich nochmal wichtig. Ich schmeiß den mal dahin. So. Dann haben wir hier eine Mehrzweckspitze bzw. einen Verteidigungsdorn oder was auch immer. Moment, ich gucke nochmal nach, wie das hier drin ist. Attack Kuhn heißt es auf Englisch. In der deutschen Gebrauchsanweise steht Angriffskegel. Das ist also ein Angriffskegel. Ach ja, schön, ein Angriffskegel. Ja gut, wozu wir den brauchen, kommt auch nachher noch. Und dann haben wir die eigentliche Schippe. Hier alles schön in seiner entsprechenden Vertiefung in dieser tollen Kiste. Die hat so ungefähr 3 mm Blattstärke, würde ich etwa schätzen wollen. Ja, vielleicht sogar 3,5. Irgend sowas um den Dreh. Das sollte eigentlich bei Edelstahl dick genug sein, dass man da eine gewisse Stabilität unterstellen kann. Hat hier einen Klappmechanismus, den zeige ich gleich auch gerne noch in Aktion, wie der funktioniert. Dass man das Ding also theoretisch eben auch so stellen könnte, dann im Vergleich zur Stange, damit man eine Hacke bekommt. Kommt, hat auf dieser Seite, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, ein bisschen angeschliffene Kante. Das reicht, um eine kleine Wurzel kaputt zu kloppen, aber mehr brauchst du davon auch nicht erwarten. Ne? Also Holzspalten, ich könnte es versuchen, aber ich denke nicht, dass das vorgesehen ist, beziehungsweise wahrscheinlich werden sie dir schon erzählen, dass das vorgesehen ist, das wird aber schlicht und ergreifend nicht funktionieren. So, dann ist hier noch eine Sägezahnung angebracht, die sieht so aus, als würde sie tatsächlich sägen, das werden wir auch noch ausprobieren. Ich halte nicht viel von einer Sägezahnung an dem Spaten, weil wenn man mit dem nennenswert viel gräbt, dann wird die Sägezahnung sehr schnell sehr stumpf sein. Und dann im Grunde wird ein Eimer. Daher, ja, kann man machen. Ist natürlich jetzt auch wieder, je mehr Funktionen, desto eher kaufen unsere Geschlechtsgenossen so ein Ding dann ein. Ansonsten ist der Spaten hier vorne auch relativ scharfkantig. Das ist dann wieder eine gute Sache, wenn man damit eben buddeln möchte. Läuft da leicht spitz zu. Könnte wegen mir tatsächlich da vorne noch einen Ticken spitzer zulaufen. Damit man eben einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, eine Wurzel zu durchstoßen. Das könnte also noch etwas intensiver sein. Größe des Spatens ist für einen Feldspaten völlig in Ordnung. Ja, also die Größe vom Blatt, da gibt es nichts auszusetzen. Und dass sie dann auch so tolle Designelemente dabei sind, tut eigentlich nichts zur Sache. Ja, dann hätten wir hier noch eben so 3 komische Schraubdinger. Halte ich für sinnlos, muss im Wald selten was schrauben. Kann mir auch selten eine Situation vorstellen, wo du plötzlich deinen Spaten auspackst, um irgendwelche Muttern anziehen oder eben nicht anziehen zu wollen. Aber ja, klar, kann man einbauen, sieht cool aus, erhöht den Funktionsumfang und das mögen wir dann ja schließlich, wir potenziellen Kunden. So, dann gibt es dazu eben diesen Teleskopstab. Davon gibt es insgesamt 3 Stück. Und ich glaube, den kann ich schon mal dran schrauben. Müsste nicht was dagegen spräche, nur andersrum. Ja, das geht erstaunlich gut. Also da ist die Verarbeitung wirklich ordentlich. Die Gewinde, das funktioniert prima. Da merke ich jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form billig wirkt oder sonst irgendwie. Dann kannst du hier aufschrauben, wie man das vielleicht vom Bundeswehrfeldspaten kennt. Kannst das dann umlegen quasi und schraubst das wieder zu.
Das ist auch ordentlich leicht genug gängig, aber auch nicht so leicht gängig, dass das nicht solide wirkt. Und jetzt hättest du eine kleine Hacke und könntest hiermit prinzipiell schon ein bisschen im Waldboden herumhacken. So, und wenn das jetzt schon reicht, wenn man das gar nicht größer haben möchte, könnte man jetzt hier hinten drauf auf das Ende vom Griff eben nicht den Kompass, der passt da gar nicht vom Gewinde her, aber den Attack-Kuh, die Angriffsspitze, die kann man da jetzt draufschrauben, dann ist das Ding unten zu und jetzt hätte man eine kleine Hacke und kann dann prima Grabpflege betreiben, leichte Gartenarbeiten durchführen. Oder was da sonst noch mit ansteht, keine Ahnung. Beziehungsweise als Kinderschaufel für den Sandkasten an entsprechend jüngere Semester weitergeben. So, baue das hier gerade mal wieder zurück. Das ist ja nicht Sinn der Veranstaltung. Wir wollen hier ja eine Survival-Schaufel. Die sollte ja natürlich nicht nur so kurz sein. Wobei für das kleine Löchlein im Walde. Ja, wenn man mal ein kleines Löchlein braucht, weil man etwas verstecken möchte, das andere nicht finden sollen, weil es sonst etwas eklig wäre, dann wäre das zum Beispiel prinzipiell schon viel mehr, als man braucht, aber ausreichend groß. Ja, mindestens mal ausreichend groß. So, wir kommen zur nächsten Abteilung. Da finden wir nochmal zwei so komische Teleskopstangen und diverses Zubehör. Beim diversen Zubehör, das habe ich jetzt schon rausgefunden, gibt es hier zunächst mal einen Fire Steel mit Pfeife. Pfeife testen wir. Ja, die ist ziemlich hell vom Ton her, wahrscheinlich nicht allzu laut, andererseits ist das ein Ton, den man gut weit hört. Und den Fire Steel, ich habe ihn mal versucht mit den dazugehörigen anderen Dingen hier anzureißen. Es ist mir nicht gelungen, was ich noch nicht probiert habe, ist ihn an der Schaufel selbst anzureißen. Ja, das geht. Also mit der Schaufel kann man den dann auch anreißen. Das ist allerdings eine denkbar ungünstige Methode, weil dann ist der Funken hier oben und muss erst bis nach da unten fallen. Also ja, weiß ich nicht. Dann vielleicht eher so rum. So rum würde es gehen, wenn man den Fire Steel hier unten drauf legt und dann mit der, ja, ne, also notgedrungen probieren wir nachher aus. Der ist ja auch reingeschraubt in sein Gewinde, in dieses Pfeifengewinde und man kann ihn sogar rausschrauben. Das finde ich wiederum sehr gut. Das heißt, theoretisch wäre der austauschbar. Und es gibt jede Menge solche Fires, die es mit solchen Gewinden tatsächlich im ganz normalen Internet zu kaufen. Das heißt, da könnte man den also wirklich austauschen, wenn er verbraucht ist. Das ist ein nettes Detail. Hätte ich niemals erwartet, dass bei so einem Produkt so weit mitgedacht wird, dass der Fire Steel austauschbar ist. Sehr cool. Also das ist cool. Tatsache. So, den legen mal weg. Dann haben wir hier das wahrscheinlich Survival-Messer, was hier integriert ist. Ja, das ist eine kleine Messerklinge, die ist so mittelscharf, also nicht völlig stumpf, auch nicht super scharf. Also ehrlich gesagt, für so ein Beimesser, Ersatzmesser ist das schon ganz in Ordnung. Je schärfer eine Klinge, desto schneller wird sie stumpf. Je stumpfer, desto länger dauert es, bis sie noch stumpfer ist. Irgendwann ist sie natürlich zu stumpf, klar. Werden wir mal testen, ob man damit nennenswert was schneiden kann. So, aber die kann ich jetzt, das habe ich schon rausgefunden, in den Attack-Kuhn, glaube ich, reinschrauben. Nein? Doch. Nein. Nein, leider doch nicht. Aber kann ich sie dann in den Kompass reinschrauben? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich dafür den Fire Steel irgendwie? Nein, kann ich nicht. Okay, dann weiß ich noch nicht, was ich damit kann. Sie hat hier noch so einen schlicht und ergreifend Bierflaschenöffner. Ja, natürlich. Muss jedermann selbstverständlich jederzeit dabei haben. Zumal wir ja nicht wissen, wie man Bierflaschen auf 17 andere Methoden aufbekommt. Also ich persönlich weiß es wirklich nicht, weil ich kein Biertrinker bin. Aber die meisten von euch werden das wahrscheinlich hinkriegen. Dass hier auf der Rückseite soll, glaube ich bloß, das ist so eine kleine Sägezahnung, soll, glaube ich, bloß der Fischentschuppung dienen. Also als Säge wahrscheinlich gerade so notdürftig, aber da ist man dann wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Werkzeugen besser bedient. So, und dann gibt es noch witzigerweise eine Multifunktionsgabel.
Auch wieder mit verschiedenen Schraubgedöns-Sachen, dass man da auch noch irgendwelche Muttern mitdrehen kann. Aber die Gabelfunktion finde ich ja ehrlich gesagt ganz witzig. Dass ausgerechnet bei so einem Apokalypsen-Spaten auch noch eine Pommesgabel, gefühlte Pommesgabel mitgeliefert wird, finde ich einfach zum Brüllen. Und irgendwie cool. Ob das nützlich ist, ist eine andere Frage. Und das hier ist tatsächlich einfach ein Buttermesser, wie man es kennt aus der Küche. Also ein Speisemesser. Ist relativ scharf dafür, könnte man also auch noch zum Schneiden von Fleisch wunderbar gut gebrauchen. Also als Steakmesser gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich so rein von der Schärfe, ist ein bisschen dick. Und ja, hat hier halt auch noch mal, was immer das sein soll, wahrscheinlich noch mal ein alternativer Flaschenöffner. Und wofür dieses Ding da gut ist, keine Ahnung. Also das da. Ist auch wurscht jedenfalls. Wo man die jetzt reinschraubt, wie gesagt, das weiß ich gerade noch gar nicht so genau. Ich weiß aber, dass ich diese beiden Teleskopteile hier noch habe, die teilweise andere Gewinde haben als der erste Teleskopdingerich, den ich da schon verbaut habe. Und vielleicht kriege ich die hier irgendwie. Ja, tatsächlich. Also hier kann ich, ich schraube hier mal das Survival-Messer rein. Fühlt sich zumindest so an, als würde es da reingeschraubt werden können. Na? Ja, das ist ein kleines bisschen fummelig, aber ja, jetzt kann ich also quasi ein Segment von meiner Schaufel entfernen und habe dann direkt das Survival-Messer und kann mit dem Survival-Messer Survival-Messern. So, jetzt müsste ich das aber auch gleichzeitig hier noch eben zusammenbauen können, sodass das Survival-Messer im Inneren landet, jawohl. Was auch schön ist, die einzelnen Segmente hier haben jeweils einen Dichtungsring. Das heißt, da läuft einem also auch nicht so schnell das Wasser rein. Das heißt, der Inhalt der Schaufel sollte so schnell nicht rosten. Da kann man sich also was weiß ich was auch noch zusätzlich in die Schaufel reinpacken. Ich habe da mal ein kleines Beispiel mitgebracht, nur so als Idee. Das zeige ich euch nachher noch in einem ganz kurzen, separaten Video. Zum Beispiel zum Feuer machen, wenn man sich auf den glorreichen Feierstil nicht verlassen möchte, kann man sich hier so kleine Feierkits zusammenbauen. Wie gesagt, das konnte in einem anderen Video. Zunder reinpacken, Streichhölzer reinpacken, verschiedenes Zubehör reinpacken. Man kann auch Angelkits oder Ähnliches herstellen. Diese Variante der Verpackung, das ist im Prinzip an beiden Seiten mit dem Feuerzeug zusammengeschmorter Strohhalm. Ja, die sind heutzutage in der EU nicht mehr zu kaufen. Muss man in die Schweiz, wenn man welche haben möchte, sofern man nicht noch irgendwo welche rumliegen hat. Aber ein Plastikstrohhalm und ja, eben, da kann man alles Mögliche wasserdicht und für die Ewigkeit drin verpacken, weil Plastik ist ja für die Ewigkeit bekanntermaßen und das könnte man jetzt wunderbar eben auch im Inneren des Griffs von dieser Survival-Schaufel alle möglichen solchen Päckchen zum Beispiel verstauen und kriegt dann ein komplettes Survival-Kit in der Schaufel im Grunde hin. Ja, es macht Spaß, es macht Spaß. Es ist völliger Unsinn, aber ja gut, einfach lustig. Gut, ich laber schon viel zu lange im Übrigen, ich will das ja noch ausprobieren. Gut, jetzt ist die Frage, kriege ich bei diesem Teil auch noch was reingeschraubt? Na, also den Firesteel schon mal nicht. Die Gabel, das müsste doch gehen. Na, dass ich dann zumindest wenigstens immer meine Survival-Gabel am Mann habe. Das sollte klappen, aber ja, hier ist das Gewinde nicht ganz so gut ausgeführt. Doch, geht. Ja, muss man ein bisschen. Das ist ein bisschen Kraft erforderlich, aber ja. Cool, so jetzt kann ich also auch meine Survival-Gabel zusammen mit dem anderen Gerümpel in meinem Survival-Spaten verstauen. Ja, die Sache nimmt Form an. Okay, und wenn ich jetzt noch irgendwie Firesteel, den kann man nämlich, Firesteel mit Pfeife, kann man jetzt in den Attack-Kuhn, in den Angriffskegel reinschrauben und hat dann eben hier einen Firesteel im Angriffskegel mit Pfeifenfunktion, wenn man den wieder rausschraubt. So, und den schraubst du jetzt am Endeffekt dann hinten drauf. Und dann ist die Survival-Schaufel auch fertig zusammengebaut. Ja, wirkt tatsächlich erstaunlich hochwertig. Ja, ich habe ja keinen Schimmer, ob das eine teure war. Wie gesagt, die gibt es in bis zu 150 Euro oder was die kosten derzeit auf dem Markt. Ich hoffe, das war es nicht. Ich hoffe nicht. Ja, aber wirkt qualitativ bisher so vom Zusammenbauen von den Bauteilen her, mal abgesehen von der Messerklinge. Und ja, aber ansonsten wirkt völlig in Ordnung. Könnte funktionieren. Ob man damit jetzt wirklich auch vernünftig was graben kann oder dass die sofort kaputt ist, das werden wir halt gleich ausprobieren. Wir haben noch ein paar Bauteile, die ich kurz ansprechen möchte. Nämlich, hier kommt jetzt nochmal hier eine Lage weg.
Tada! Und dann kommt noch zum Vorschein der vermutlich ziemlich sinnlose. Was ist das denn hier? Das ist ja noch mal was. Moment. Ne, da ist nichts drunter. Ja, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Soll man da seine Taschenlampe noch zwischen deponieren? Das könnte sein. Ah ja, guck mal hier. Hier gäbe es noch eine Spitzhacke. Also scheinbar kann man sich noch dazu kaufen einen Hammerkopf. Vermute mal, das soll der hier sein. Und einen Spitzhackenkopf, scheinbar, ist hier jetzt aber nicht drin. Und ja, stattdessen habe ich das Ding. Ja, also hier den Axtkopf. Tomahawk-Kopf ist für eine Axt, würde sagen, gerade so scharf genug. Kommt drauf an, was man damit machen möchte. Also ja, also schon ziemlich stumpf, aber ja, wie eine Baumarkt-Axt, diese einfachen Baumarkt-Echse, wer die kennt, so auf dem Level. Und hat hier hinten aber noch eine relativ coole Hackenfunktion. Die wirkt sehr, sehr gut. Die könnte man auch sicher gut gebrauchen für steinigeren Boden, für schwierigeren Boden, wenn man da unbedingt ein Loch reinmachen möchte. Dann ist das hier sicherlich eine tolle Funktion. Und ja, also als Hacke, als nicht ganz Spitzhacke, aber als Hacke für den Boden sicherlich ganz cool. Und inwieweit dieses Axtding hier was nützt, das müssen wir gucken, weil eine wirkliche Spaltwirkung hat die nicht, wie wir hier sehen können. Normalerweise wird eine Axt ja weiter hinten etwas breiter, damit sie Holz dann auch auseinander spaltet. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir gucken, werde ich ausprobieren. Gut, Kompassknopf, ich habe keine Ahnung, wo der drauf passt. Der hat das gleiche, der hat das gleiche Gewinde wie zum Beispiel hier auch unser Buttermesser. Das heißt, man kann den wohl anstelle des Buttermessers ins Innere von den anderen Gewinden schrauben. Aber ja, da nämlich der Kompass eben qualitativ nicht überzeugt. Das ist selten bei diesen einfachen Knopfkompässen so. Würde ich das jetzt einfach mal ignorieren. Okay, also das ist soweit unsere lustige Survival-Schaufel. Mal gucken, ob man damit was graben kann. Ich habe noch was vergessen, bevor wir zum Praxistest kommen. Also die Länge ist schon erheblich länger als zum Beispiel im Bundeswehr-Klappspaten. Der ist insgesamt vielleicht so lang. Hier kommt das Spatenblatt noch dazu. Das heißt, wir haben also schon viel mehr Stiel. Also das ist angenehm. Das ist also rein von der Grabehaltung, von der Körperhaltung beim Buddeln, von der Ergonomie her auf jeden Fall erheblich angenehmer als eben die meisten Standard-Klappspäten haben. Da ist ein bisschen längerer Griff. Eine super Sache. Zweitens, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, was man auch machen kann, nicht nur hier eine Hacke, quasi die Hackfunktion, na, was ist denn jetzt? Das ging doch eben so gut. Na, kaum kommen wir mit etwas Dreck in Verbindung, in Berührung, nee, komisch. Ja, das ist jetzt blöd. Ja, seht ihr? Da haben wir schon das erste Problem. Also ich wollte hier gerade noch mal an dem Ding rumschrauben, aber das ist jetzt gerade wieder so schwergängig. Wahrscheinlich ist es mit drei Fünkchen Dreck in Verbindung gekommen, dass ich die Klappmechanismus von dem Ding gerade gar nicht mehr geklappt bekomme. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil der müsste sich ja auch... Aha, okay, da muss man oben das Blatt festhalten, damit man nicht gleichzeitig hier den Griff abdreht. Und dann kann man das auch locker machen. Okay, gut. Aber was natürlich auch geht, ist eine so rumschraub. Ja, noch nicht mal ganz. Seht ihr, das schließt nicht ganz. Hier bleibt ein Zwischenraum. Und dann kann ich zwar wieder zuschrauben. Kann ich das überhaupt? Nee, also ich kann den so nicht wirklich fixieren. Also das ist nicht vorgesehen, dass man sich ihn zum Beispiel so jetzt an die Seite vom Rucksack steckt und damit er ein kleines bisschen kürzer ist, obwohl alle Teile verbaut sind, das Ding dann einklappt, das ist nicht vorgesehen. Das wollte ich gerade noch wissen, ob das theoretisch auch gehen würde. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder so als Hacke oder so als Schaufel. Alles klar, dann aber jetzt wirklich testen wir mal, was der kann. Ja, falls das schweißtreibend werden sollte, habe ich mir gleich die Jacke ausgezogen. Ja, also ich versuche jetzt einfach mal spaßeshalber ein kleines Löchlein zu graben, damit das gleich was Sinnvolles ist. Bodenprofil zum Beispiel. Ne? Angenommen, ich würde jetzt ein Bodenprofil anlegen wollen, ein kleines, dann wäre jetzt diese Schaufel das, was ich dabei habe. Und Tatsache Nummer eins, die ich feststelle, der blöde Angriffskegel, ja, also die Spitze hier hinten drauf, ist schon mal störend, wenn man damit wirklich graben möchte, weil man kann sie hinten so nicht greifen, sonst biegt man sich mit dem Angriffskegel in die Hand. Gedacht ist der Angriffskegel wahrscheinlich für irgendwie sowas in diese Richtung, wenn der Zombie kommt und so weiter und so fort.
Ja. Ne? Gut, also. Geht schon mal sehr schön in den Boden rein. Wunderbar, das ist prima. Ja, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Da hatte ich schon andere Schaufeln. Ja, und an der Stelle lassen wir den Ben mal fröhlich schaufeln, bis er merkt, dass er gar nicht im Bild ist mit seiner Schaufelei. Insgesamt, da schaufelt sich's erstaunlich gut mit dem Spaten. Der Haken ist halt, dass er hin und wieder mal vom Gewinde her, je nachdem in welche Richtung man den drückt und wie hart man den rannimmt, vom Gewinde her mal nachgezogen werden muss. Also jedes der Gewinde jeweils, aber ja, meine Güte, das ist nicht so aufwendig und bei der Gelegenheit kann man ja vom Schaufeln ein wenig verschnaufen. Und also im Großen und Ganzen war ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, wie gut sich damit dann doch ein relativ schnelles Bodenprofil ausheben lässt. Okay, das Loch reicht jetzt für ein kleineres Oberboden-Bodenprofil. Jetzt müssen wir hier noch die Profilwand, die soll hier sein. Aha, da ist ein Stein. So, jetzt ist er weg. Die müssen wir jetzt noch schön glatt machen. Das ist aber kein Problem. Okay, und dann hätten wir jetzt hier eine Bodenprofilwand. Das Ganze ist wirklich schon erstaunlich tief. Ich wüsste auch nicht, warum ich nicht noch weiter graben sollen könnte. Abgesehen davon, dass man hin und wieder mal nachschrauben muss, sehe ich jetzt auch nicht, dass die jetzt irgendwie kaputt wäre oder so aussieht, als würde sie demnächst kaputt gehen. Schon ein ganz ordentliches Loch, finde ich, für so eine kleine Schaufel. Was wiegt die übrigens? Ach, schätzungsweise ungefähr ein bisschen mehr als ein Kilo vielleicht, in dem Zustand, wie ich sie jetzt hier gerade habe. Bisschen schade, beziehungsweise weißt du aber nicht, wie man das anders lösen sollte, ist, wenn du hier gräbst und dann entsprechend wirklich Schaufel so reinsteckst und dann so machst, diesen hier, ne? Um dann den Boden auch aufzubrechen, dann wird die Rückseite hier ziemlich schnell ziemlich dreckig. Das heißt, wir kriegen auch Dreck in dem Bereich dieses Gewindes, was dann eben zum Feststellen bzw. von auf Hacke Schaufel-Mode wechseln notwendig ist. Und ja, die macht mit Wurzeln guten kurzen Prozess. Wo habe ich sie denn? Solche Wurzeln darf man in jedem Waldboden erwarten und die sollte man mit so einem Klappspaten, finde ich, auch durchaus durchbekommen. Ist man jetzt wirklich unmittelbar unter irgendeinem dicken, starken Baum am Buddeln, dann ist klar, dass da viel zu dicke Wurzeln sind. Da kommst du dann halt nicht weit. Das muss einem im Wald immer klar sein, dass man es da eben hin und wieder mal mit einer größeren Wurzel zu tun haben wird. Ja, aber muss wirklich sagen, erstmal erstaunlich gut. Ja, und es gräbt sich auch für den Rücken erheblich angenehmer durch, ja, letztendlich das hier mit Gabel. Dieses Stück zusätzlicher Griff macht die Ergonomie eines kurzen Spatens doch wirklich erheblich angenehmer, gerade wenn man dann tiefer ins Loch kommt. Klar, irgendwann arbeitet man dann im Knien und solche Späße, aber das wäre zum Beispiel jetzt ein prima Loch, also einfach von der Größe her, wer kein Bodenprofil braucht, Feuerloch, einfach ein Grubenfeuer. Passt wunderbar, würde da reinpassen, muss ja nicht riesig sein, ein liebes Grubenfeuer, ja. Also das könnte man da zum Beispiel reinmachen. Und da macht man sich Würstchen und hat gleich schon seine Gabel dabei. Davon abgesehen, dass man die sehr wohl auch so dann übers Feuer halten könnte, also direkt an der Gabel. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich meine Hauptbeschäftigung, diese Gabel einfach als Wurstausspießgabel zu verwenden. Ja, aber der blöde Attack-Kuhn am Ende, ja, der ist einfach nur krampfig, den braucht kein Mensch. Jedenfalls nicht, wenn man mit dem Ding wirklich primär graben möchte. Klar ist das noch irgendwie eine zusätzliche Funktion, aber ich würde ihn dann wirklich weglassen und dann einfach die hohle Schaufel hinten nehmen. Die ist immer noch nicht angenehm in der Hand. Einfach ein runder
Plömpel zum hinten drauf schrauben. Das wäre sehr angenehm gewesen. Aber ja, doch, es hat sich nichts verbogen. Die Säge ist jetzt schon quasi im Eimer, völlig verdreckt. Und das ist klar, also ein Sägeblatt an der Schaufel, mit der man wirklich vorhat zu graben, das ist Schrott. Aber trotzdem, wir gehen jetzt mal die weiteren Funktionen ausprobieren zum Graben. Also wirklich erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so gut geht. Da ist mir die lieber als ein Bundeswehrklappspaten. Ja, wir haben hier dankenswerterweise gerade frisch umgestürzte Birke. Ich dachte, da versuche ich doch jetzt einfach mal erstens die Hackkante an Holz, ob das geht. Ja, wird gleich alles lose, kann man gleich alles wieder nachziehen. Und ich traue mich auch nicht mit Schmackes drauf zu hauen. Gut, da war ich wohl etwas zu skeptisch. Das ist zwar halb morsche Birke. Oh, Birkenrinde. Aber doch, ja, also erstaunlicherweise. Ne? Sieht aus wie vom Biber. Also das geht erstaunlich gut. Erstaunlich, das hätte ich jetzt also wirklich nicht gedacht, dass diese Hackkante zu was zu gebrauchen ist. Man muss natürlich wirklich sagen, halb morsche Birke. Ja, das ist kein wirklich stabiles Holz mehr. Das reicht für Waldbauprojekte vollkommen aus. Will man also im Survival-Fall sich mal eben schnell eine Hütte bauen oder ähnliches, hier bin ich, dann sind solche Stämme wirklich das absolute Ultimum, Maximum an Durchmesser, was man überhaupt verbauen wollen würde. Und die kriegt man tatsächlich mit diesem Schaufel durchgehackt. Erstaunlich. Also wirklich erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Echt nicht. Ja, so Stämme muss man natürlich erstmal finden. Hat man nur hartes Holz zur Verfügung. Ich würde mich nicht trauen, hier auf eine Buche rumzuprügeln oder gar auf eine Eiche. Das Ganze vergessen. Also das ist dann einfach zu hart. Das geht nicht. Fichte ist eigentlich auch ein relativ weiches Holz. Also auch mit Fichte müsste das gehen. Auch mit Kiefer müsste das noch gehen. Wenn es mit Birke geht, das ist ungefähr auf dem gleichen Level, was die Härte angeht. Ja, erstaunlich. Also wirklich erstaunlich. Gut, jetzt sägen wir spaßeshalber mal noch ein bisschen. Ja, also so einen kleinen Keil reinsägen reicht's. Ja, also auch das funktioniert sogar erstaunlich gut. Trotzdem würde ich behaupten, die Säge wird sehr, sehr bald stumpf sein. Nehmen wir mal an, wir haben so ein Ding tatsächlich im Auto liegen. Ich glaube, so ist das auch gedacht mit dem Köfferchen, dass man das Köfferchen quasi im Auto drapiert. Und dann, falls die Zombie-Apokalypse, ja, ist alles schräg gerade, sorry. Falls die Zombie-Apokalypse ausbricht, dann hat man im Auto eine Anti-Zombie-Apokalypsen-Schaufel, um sich einzugraben oder die Zombies zu verbuddeln, nachdem man sie mit dem Attack-Kuhn erledigt hat. Ja, das sind alles so Möglichkeiten. Und nehmen wir mal an, wir haben das Ding einmal, zwei, dreimal kurz ausprobiert. Die Säge funktioniert noch und so lagern wir das jetzt ein und haben es wirklich für einen Notfall irgendwo im Auto drapiert. Dann kann man damit tatsächlich was anfangen. Davon abgesehen, wenn du ein Auto hast, in dem du Zeug drapieren kannst, dann pack dir da eine Axt und eine Säge und eine richtige Schaufel rein. Dann muss es nicht so ein Multitool sein, davon mal abgesehen. Aber klar, ja, also macht Spaß. Sägt sich wirklich erstaunlich gut. Ich suche mal noch einen anderen schönen Ast, den man noch sägen könnte. So, den hier habe ich jetzt einfach mal spaßeshalber genommen. Der liegt jetzt, das ist also auch von der Robustheit so, dass man das prima noch brauchen könnte für irgendwelche kleineren Hüttenbauprojekte oder ähnliches. Angenehm ist hier der lange Stiel. Ja, aber das ist jetzt etwas härteres Holz. Und die Säge ist eben nicht lang. Nö, also das kannst du mehr oder weniger vergessen. Also die Säge ist allenfalls zu gebrauchen
bei etwas härterem Holz, um eine kleine Kerbe reinzumachen für irgendwelche Vorkerbungen, wo man dann später was spalten möchte oder sowas in die Richtung. Ja, da kann man das vielleicht brauchen. Jetzt haben wir ja aber nicht nur die Schaufel mit ihren Schaufelfunktionen, sondern wir haben ja auch noch diesen komischen Axtkopf. Den hole ich mal und dann testen wir den auch gleich. So, der Axtkopf, der passt hier nur auf dem zweiten Glied drauf. Warum auch immer. Das erste passt irgendwie nicht auf den Axtkopf. Das verstehe ich nicht, warum sie das gemacht haben. Also wegen mir hätte der Axtkopf auch gerne Messer. Also dieses Messer, vielleicht soll das auch gar kein Flaschenöffner sein, dieser kleine Haken, der da drin ist. Das seht ihr nicht, ist zu weit weg. Sondern das könnte auch sein, dass das als Harpunenspitze gedacht ist, dass wenn man sich einen Fisch fangen möchte. Ja? Dringt jedenfalls so durch den langen Griff ganz wunderbar ins Holz ein, ist als Verteidigungswerkzeug zur Selbstverteidigung sicherlich eine Idee. Ja, da würde ich mir lieber einen anderen größeren Knüppel organisieren, aber ja, da mache ich auch irgendwann mal ein Video zu. Einfach aus Spaß, einfach aus Freude, was ich da im Laufe meines Lebens bisher so mir zu Gedanken gemacht habe, wenn man sich dann tatsächlich mal gegen was verteidigen wollen würde. Aber ja, Messer bohrt gut rein, schneidet. Ja, wie es zu erwarten war, das Ding ist halt wirklich relativ stumpf, zeige ich euch nachher gleich noch. Ja, ist besser als gar kein Messer dabei zu haben, sollte man aus irgendwelchen Gründen kein gescheites Messer, aber diese Schaufel dabei haben, dann ist diese Zusatzklinge besser haben als nicht haben. Ja, aber ja, ja, komm, ne? Also sind wir da nicht päpstlicher als der Papst. Jedenfalls, ich glaube, das muss ich jetzt rausschrauben, damit ich erfolgreich den Axtgriff, ja, der muss hier dran. Also die Axt hat dann eben maximal zwei Segmente als Griff. Und ja, sieht dann so aus. Das ist im Prinzip so ein bisschen Tomahawk-mäßig. Sicherlich auch zu Verteidigungszwecken potenziell zu gebrauchen, dass man damit jemanden auch axten oder sonst irgendwie hauen könnte. Klar, gehen tut das, keine Frage. Ne? So, aber jetzt ist die Frage, was kriegen wir damit gehackt? Hüpp! Hoppla. Ja, da hat sich schon wieder gelöst. Nachschrauben. Das ist für eine Axt natürlich teuflisch, wenn die ein Gewinde hat, das ich lösen kann, was jedes Mal, wenn man nicht direkt gut trifft, auch passiert, ist ein bisschen mühsam. Ja, also im Prinzip muss ich jetzt auf die andere Seite, wenn ich den wirklich durchkriegen möchte. Liebe Kinder, nicht nachmachen, nicht mit dem Fuß neben dem zu hackenden Objekt. Das ist eine blöde Idee. Besser wäre übrigens, wenn ich hier schon gerade von der Arbeitssicherheit rede, Axt bedient man so. Ne? Immer so, weil dann kann man sich selbst nicht in den Fuß hacken. Gut, also das habe ich befürchtet. Axt zum Ablängen von Holz, schon mal relativ scheiße. Wird auch schnell noch stumpfer. Ja, also die Klingen, dafür ist der Stahl einfach nicht gut genug. Ja, also das macht schon nicht so viel her und ist einfach zu klein, zu leicht. Kann man damit was spalten? Ich suche mal was, was man möglicherweise spalten könnte. Okay, Spaltversuch. Der Witz ist ja folgendes. Will man im Wald irgendwie Holz spalten, ja, dann braucht man eigentlich fast immer auch eine Säge, um sich überhaupt auf die Länge abzulenken, dass ein Spalten Sinn ergibt. Daher nur eine Axt zu haben, dann muss es schon eine gute Axt sein, dass man es wirklich durchgehackt bekommt, ja, und dann eben ablenken kann, um es letztendlich überhaupt spalten und zu Scheiten verarbeiten zu können. Wenn man nämlich was anderes, was noch gar nicht nennenswert abgelenkt ist, ein längeres Stück Holz spalten möchte, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man sich das irgendwo hinlegt
und dann so, ja, versucht das zu spalten. Was dann wieder schwierig ist, weil häufig ist es dann gar nicht mal so dick und dann muss man die richtige Stelle erstmal treffen. Ja, 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 ich habe hier schon einen Riss drin. Das habe ich mir jetzt absichtlich so gesucht. Man kann sich die Arbeit ja leichter machen. So, Treffer. Ja, ne, also für einfache Spaltprozesse in ohnehin schon gesplitterten Holz. Ja, seht ihr, das geht. Das geht. Das haben wir jetzt hier, das ist bis da hinten jetzt gekracht. Und hoppla. Ja. Ne, also mehr schlecht als recht. Ja, da haue ich es jetzt kaputt. Ja, also wenn ich nicht wirklich die Kante hier vorne treffe, dann wird das schwierig. Und ob ich jetzt in der Lage bin, damit irgendwelche größeren Klötze zu spalten, wie gesagt, das ist für mich gar nicht so relevant, weil größere Klötze kriege ich im Wald nicht. Ja, dafür bräuchte ich eine richtige Säge, um mir die herstellen zu können. Ob ich Holz auf dem Holzlagerplatz spalten kann, dafür brauche ich dann so ein Tool wiederum nicht. Da ist mir das egal, ob man das kann. Also, dann nehme ich dann wirklich lieber ein Messer. Ein gutes Messer, ein etwas größeres Messer. Das ist dann da wirklich das bessere Werkzeug als so eine Pseudo-Axt, in Anführungszeichen. Ja, als Verteidigungswaffe, ja, ja, also rein hypothetisch, jetzt hier so irgendwie für Selbstverteidigungszwecke, klar kannst du damit hauen, ja. Damit kannst du schon schön um dich schlagen und wenn das jemand auf den Kopf bekommt oder wohin auch immer, dann tut das weh. Ist egal, ob das mit der Seite ist oder mit der Seite. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das ist aber schnell stumpf geworden. Ja, geht, ne? Aber dann verstehe ich wieder nicht, wenn man jetzt hier schon so eine Axt, so quasi im Sinne von, die Zombies kommen, hau drauf, hat. Warum passen da dann nur zwei der drei Segmente dran? Weil je länger die ist, desto weiter weg ist das Ziel, das man treffen kann, desto weniger muss man sich selbst in Reichweite eines Nahkampfziels bringen. Also es ist so ein bisschen ein Grundsatz, wer nicht ausgebildeter Nahkämpfer ist, Jiu-Jitsu und ähnliches drauf hat, oder ähnliches und ähnliches, was auch immer, für den ist es meistens so, dass wenn es um Nahkampfwaffen geht, das weiß man allein schon aus der Kriegsführung des Mittelalters beziehungsweise von noch früheren Zeiten, ist immer die beste Waffe die, die den Gegner gar nicht erst an dich ranlässt. So ein römischer Legionär, was hatte der? Ja, ein Gladius. Wofür war das da? Na, im Notfall für den Nahkampf. Was hat der aber wirklich gekämpft? Mit dem Pinum, also dem Speer. Ja, je weiter man den Gegner von sich forthalten kann, desto besser ist das in Nahkampfzwecken, beziehungsweise für Nahkampfzwecke. So, und da wir hier im Wald sind, können wir jederzeit einen jungen Baum umhauen. Das würde selbst mit so einer Axt gehen, so dicken, ne? Also wirklich so ein maximal 3-4 cm Ding, den spitzen wir vorne an, das geht zur Not sogar noch mit dem Messer, was hier drin verbaut ist, und dann haben wir einen Speer, Punkt. Ja, und das ist eine gescheite Nahkampfwaffe, da musst du nicht mit so einer Axt hier um dich rumhauen, auch wenn das zugegeben erstmal cool wirkt und sicherlich irgendwie witzig ist. Und das Ding auch relativ leicht und einfach zu handhaben ist. Je leichter und einfacher zu handhaben das ist, ist allerdings auch der Haken natürlich wieder, desto einfacher geht es auch, ja, desto weniger hoch ist der Schaden, den man damit ausrichten kann, weil die Kraft natürlich vom Gewicht des zu klopfenden Objekts abhängt. Und dafür ist das schon halt ein bisschen kurz. Da würde ich wirklich einen Knüppel vorziehen. Oder wir nehmen gleich Messer und Gabel und so Tisch. Ja, gut, aber Moment, ich wollte dieses Ding hier noch testen. Wo haben wir denn ein halbwegs brauchbares, noch einigermaßen stabiles Holz? Hier die äußere Schicht zumindest ist noch einigermaßen stabil. Ja. Ja. Ne? Also, ihr seht ja an den Schnittspuren, das ist jetzt bei weitem nichts, wo man irgendwie großartig stolz drauf sein sollte, aber ja, einigermaßen weiche, nicht allzu harte Hölzer lassen sich damit schon zweckmäßig
schneiden, man kann auch Feathersticks herstellen. Dann müsste man theoretisch auch den beigelieferten, beiliegenden Fire Steel bedienen können. Das wäre vielleicht noch ganz spannend, dass ich den auch noch mal kurz teste, ob man damit denn was zum Brennen kriegen kann. Wisst ihr was? Das Video hat eh schon Überlänge. Ja, also für Feathersticks sind manchmal stumpfe Messer gar nicht mal so schlecht. Also das geht einigermaßen. Ne? Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber macht davon ein paar, reicht auch für ein Feuer. Gut. Ich hocke mich nochmal gemütlich hin, zwecks Firestil. So, also hier haben wir jetzt nochmal unseren glorreichen Firestil. Ja, ein bisschen kurz ist er, aber könnte ja klappen. Ich habe mir an der eben so enthusiastisch drauf rumgehackten Birke zweimal Birkenrinde entnommen. Und ich will jetzt wirklich nur nutzen, was mir hier zur Verfügung steht. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass ich ein Firekit oder ähnliches im Griff von dem Ding hier transportiere, sondern wirklich nur diesen komischen Spaten. Wobei, als Spaten ist er ja wirklich cool. Also nur diese Schaufel an sich dabei habe und eben den Attack-Kuhn trotzdem hinten drauf gelassen habe, obwohl er nervt. Und in dem Attack-Kuhn sitzt jetzt unser Firestil. So, jetzt haben wir ja außerdem noch die Messerklinge ebenfalls da drin verbaut. Die schraube ich hier jetzt einfach mal raus, um Birkenrinde etwas aufzurauen. Man kennt das, gibt es in 8 Milliarden Videos auf YouTube. Ja, man schraubt sich da ein bisschen Birkenrinde zurecht, damit die eine hohe Oberfläche bekommt. Und macht sich da ein kleines lustiges Häuflein, das dann nach Möglichkeit brennen sollte. Jetzt kann ich theoretisch versuchen, mit der Messerklinge das anzureißen, befürchte aber, wenn überhaupt, dann geht das nur mit der Schneide. Und die will ich mir nicht kaputt machen. Und drum, ach so, ja. Zur Reduktion der potenziellen Waldbrandgefahr. Es war alles nass, aber man weiß ja nie, ne? Zumindest ein bisschen. So. Und ja, also theoretisch müsste das mit dem Schaufelblatt als solches gehen, dass ich das hier so abschabe. Da haben wir natürlich immer das Problem. Seht ihr denn das einigermaßen? Naja, einigermaßen. Na, beinahe. Ja, also das ist ein sehr weicher Firestil. Da schabt man erst Material ab und zündet das dann hinterher an. Ja, und wenn ich jetzt direkt was dazugelegt hätte, dann wäre das jetzt auch am Brennen gewesen. Also quasi direkt ein anderes Stück Birkenrinde drüber halten und solche Späße. Aber es ging mir jetzt wirklich nur darum, kurz zu zeigen, man kann mit dem Firestil hier sehr wohl ein Feuerle anmachen. Ich habe jetzt recht viel Material auch schon verbraucht von dem Ding, aber klappt. Klappt, also das geht. Ja, schön, gut zu wissen. So, und damit wären wir jetzt aber auch durch mit dem Spaß mit meinem Spaten. Das ist natürlich viel zu lang geworden, aber ja, vielleicht könnt ihr dem ja trotzdem in irgendeiner Form irgendeine nützliche Information abgewinnen. Also als Spaten wirklich nicht schlecht, absolut. Ja, also die Tatsache, dass man den so durch auseinanderschrauben kann und dann in jeden Rucksack packen und dann gemütlich in den Wald mitnehmen, wenn man sich wirklich von Bodenfeuer zum Beispiel ein Loch graben möchte, übrigens auch ein Grubenfeuer, ist nicht erlaubt, nur kurz der Vollständigkeit halber. Aber angenommen, jemand würde ein ganz schlechter Mensch sein und sich sowas illegal tatsächlich doch machen oder alternativ irgendwo, wo man Feuer machen darf, halt eben einfach ein Grubenfeuer machen, obwohl man auch ein normales Lagerfeuer hätte machen können, einfach um auszuprobieren, ein Grubenfeuer zu machen, damit wir ein legales Szenario haben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man will tatsächlich ein größeres Plumpsklo im Wald einrichten. Kann man auch mit der Schaufel machen. Also prinzipiell, gerade wenn man zu zweit oder zu dritt ist, wenn da jeder eine halbe Stunde buddelt, dann gibt das ein ordentlich erstaunlich großes Loch und auch für irgendwelche tatsächlich irgendwelche Hüttenbauprojekte oder ähnliches, ein Graben um eine vorhandene Hütte anlegen, damit das Wasser nicht drunter durchfließt und. Also da gibt es schon diverse Möglichkeiten, weshalb mal eine Schaufel ganz interessant sein könnte, gerade eben für Survival-Zwecke. Und da ist die mit dieser Grifflänge halt wirklich deutlich im Vorteil gegenüber so einem Standard super kurzen Spaten, wie zum Beispiel der
von der Bundeswehr. Attack Coon, wie gesagt, nette Spielerei, aber auch eher störend als nützlich. Mit dicken, dicken Handschuhen kann man dann vielleicht trotzdem hinten die Hand drauflegen. Aber ja, die Zusatzfunktionen kann man nutzen. Die Säge, ja wie gesagt, um eine Kerbe zu machen, zum Hacken, die Hackkante, das geht erstaunlich gut. Da war ich jetzt doch wirklich sehr positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Aber ist auch eine Frage der Zeit, bis die ziemlich stumpf ist. Andererseits viel stumpfer kann die auch nicht werden. Die ist auch jetzt nicht sehr scharfkantig. Also für morschere Hölzer, warum eigentlich nicht? Und gerade durch den langen Griff hast du dann halt auch ordentlich Schwung zum Ausholen und wirkst dann eine gewisse Kraft aus. Ist noch nichts kaputt gegangen, noch nichts verbogen, noch nichts krumm und schief. Das heißt, das hält das Ding zumindest für ein paar dieser Hackvorgänge aus. Damit jetzt ein ganzes Block auszubauen, ist sicherlich keine so gute Idee. Also meine eingangs mir selbst gestellte Frage, ist das jetzt einfach nur lustiges Spielzeug und danach kann ich es wieder wegwerfen oder taugt das tatsächlich was? Darf ich mit, es taugt tatsächlich was beantworten? Und ich glaube, bevor ich mir die Mühe mache, den 2,5 oder 3 oder was weiß ich, wie viel Kilo Klappspaten der Bundeswehr mitzuschleifen, werde ich in Zukunft vielleicht dann doch lieber echt diese Schaufel mitnehmen, für meine gelegentlich zu grabenden Löcher aus bodenkundlichen Gründen. Ja, absolut. Ja. Also nochmal herzlichen Dank an den edlen Spender und vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß und wisst jetzt, ob ihr so ein Ding brauchen könnt oder nicht. Ich jedenfalls hatte Spaß. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Und ja, es ist erstaunlich, dass es Leute gibt, die sich sowas bis zum Ende anschauen. Aber wahrscheinlich werden wieder einige dabei sein. Also macht's gut. Dankeschön.